Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal der Fischer Academy. Ich bin's wieder, Melissa. Ich habe heute meine praktische Vorprüfung. Heute geht's darum, um nochmal zu gucken, wo meine Stärken liegen, wo meine Schwächen liegen. Also testen wir jetzt schon mal, wie es läuft und schauen, ob alles in Ordnung ist und was noch geübt werden muss. So. Guten Morgen. Guten Morgen. Was für ein Personal? Was meinst du nicht? Ja. Ich hoffe, du hast gute Laune, Peter. Warum nicht? Der Peter hofft, dass du gute hast. Ich habe auch gute Laune. Das ist doch schön. Dann finde ich, hat der Ernst schon eine gute Laune. 1,68 Meter, okay. Habe ich falsch angegeben. Aus Versehen. Ich dachte, größer, oder? Ich dachte, ich bin 1,68, dann war ich bei so einer Modelagentur und dann haben die gesagt, du bist 1,66 groß. Ehrlich, das finde ich gut. Da kommst du besser an, ich wurde ja nicht mehr größer. Aber Prüfer misst nach und wenn das Maß nicht stimmt, dann... Dann haut das ja mit dem Ausweis auch nicht hin. Dann haut das ja mit dem Ausweis nicht hin. Da hat ein Bandmaß dabei. Na doch, mit meinen Haaren passt's. Ja, da kannst du Glück haben. Das stimmt, Peter. Mit den Haaren passt. Deswegen ja, denke ich, da kann man durch wieder messen. Durch die halb Locken wird es immer größer. Okay, wir wollen heute zusammen die Vorprüfung fahren. Das wird nichts anderes wie eine normale Prüfung sein. Mhm. Ich werde die Fahrstrecke anfragen, wo es lang geht. Wenn ich nichts sage, fahren wir geradeaus. Und jede Richtungsänderung zeige ich dir rechtzeitig an. Mhm. Wenn du Fragen haben solltest, immer fragen. Wenn du nicht weißt, wo es hingeht oder wo du parken sollst, dann immer nachfragen. Okay. Okay. Dann machen wir noch so drei Sachen zum Anfang. Jetzt zeigst du mir mal, wo dein Warnblinklicht einzuschalten geht. Hier. Dann, woran erkennst du, dass dein Fernlicht eingeschaltet ist? Das erkenne ich daran, wenn da die blaue Leuchte leuchtet. Dann mach mal, dass es blau leuchtet. Macht er das, oder? So. So, jetzt leuchtet es blau. Gut, da. Ach, da unten, okay. Ja, da kannst du es wieder ausmachen. Okay. Und wo die Hupe ist, das weißt du sicherlich. Oder? Ja, da ist die Hupe. Okay. Wir fahren dann hier aus dem Gelände raus und dann nach rechts. Okay. Der wird überhört. Und die nächste dann nach links abbiegen.
fahren, Peter. Ich muss noch tanken. Da vorne ist noch da. Ja, das ist schon ganz da. Noch keine Reserve. Wie viele hast du heute?
heute schon Nachtfahrt gemacht. Um 3 Uhr aufgestanden. Kennt er die Verkehrszeichen über Kamera oder? Ja. Aber oftmals, wenn irgendwo am Fahrbahnrand was steht, was eigentlich unzweckgewandt ist, gell? Mhm. Erkennt das auch. Das heißt, da blendet auch mal schnell eine 20 ein, wenn 50 erlaubt sind. Das ist jetzt diese Frage, die ich mir selber gestellt habe. Schaltest du es aus? Ja, ich hatte es halt schon öfters, hier steht doch das, dass ich so schnell fahren darf. Mir ist es halt noch nie passiert, dass es 70 anzeigt, wo 50 erlaubt ist. Gell? Wenn, dann fahren sie langsamer. Und die sollen ja auch laut Schildern fahren, aber es passiert so selten. Das Problem ist, es ist in Langenberg. Wenn du durch die 30er-Zone fährst, machst du rechts direkt einen Langenberger Berg. Zeigt es immer noch 30 an. Ja. Hier im Gewerbegebiet genau dasselbe, auf eine 30, ich weiß nicht, wo das da hernimmt. Woher der das nimmt. Okay, Umkehren war in Ordnung gewesen. So ist meine normale Position. Hat ein bisschen Beinfreiheit, gell? Ja. Nicht so wie der BMW, also unten raus braucht er ein bisschen mehr Gas. Aber sonst. Ja, hat aber auch Vorteile. Ja. Beim Abwirken wird er wahrscheinlich nicht so reinhauen, oder? Doch, knallt hoch.
biegen wir die nächste nach rechts ab, bitte. Sehen wir so umgeschaltet. Ja, viel zu weit draußen. Ja, dann fahr doch näher ran an Bordstellen, haben wir doch alles trainiert. Her schön. Aber Spiegel hat dein Auto auf. Ah, shit, jetzt weil ich so konzentriert bin, habe ich gar nicht so viele Spiegel geguckt. Du hast jetzt nur auf deinen Bildschirm geguckt. Der Mario hat sich dann schon mal umgedreht, hat auch mal geguckt. Mhm. Aber deine Blickrichtung, deine Hauptblickrichtung ist, wenn du rückwärts fährst, nach hinten. Ja. Dann nimmst du deine Spiegel zum Kontrollieren und der Bildschirm da, das ist ja ein Hilfsmittel, das darfst du benutzen, aber nicht ausschließlich. Ja, ich weiß. Du musst jetzt mal ein bisschen runterkommen. Du fährst komplett anders, als wenn wir normal fahren. Du hast immer so viel in den Kopf gedreht, da hast du dich immer so gelobt. Ja. Und jetzt gehen die Augen hier drauf und ich kann sie dir wegklopfen auf diesem Bildschirm. Ja. So, und dann stehst du zu weit weg und weißt nicht, was du machen sollst. Und wenn ich sage, wir haben es doch trainiert, dann machst du genau das Richtige. Also du weißt, das steht dir nicht selber im Weg. Mhm. Atme mal durch. Und wenn wir Glück haben, lässt uns der Prüfer nochmal einparken. Wie gesagt, nicht zaubern, gell? Ganz normal fahren und alles wird gut. Okay, dann fahren wir nach links weiter am Ende der Straße. Mhm.
tatsächlich wurde Melissa mein Vorbild beim Einparken für die anderen, weil sie wirklich überall hingeguckt hat jedes Mal. Ja. Aber was die Situation ausmacht, ja, eine andere Situation, ein bisschen Aufregung. Und dann die nächste nach links. Der Situation geschuldet. Ich hab jetzt gezittert das Bein. Ja. Das anhalten. Ich glaube, mein Bein dreht hier völlig durch. Und am Ende nach rechts abbiegen. BMW nicht so. Nee. Auf VW hat das normal. Ich glaube, meiner Frau ja Auto hat das genauso. Und beim Passat ist das auch so. Mhm. Ja, und beim Passat hast du es auch gesehen. Genau.
Melissa, was meinst du bei deiner Fahrt? Das war nicht so gut, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du sonst fährst. Wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Und da kann ich nur das bewerten, was ich sehe. Es ging halt da unten schon los an der Ampel. Wollten wir links. Ja, und ich bin dann in den rechten Streifen rein und habe halt links geblinkt und ist mir nicht aufgefallen. Was hättest du machen müssen? Ich hätte dann rechts blinken müssen und dann einfach rechts abbiegen. Dann müssen. Ist es kein Problem. Okay. Ja. Also sollte das mal passieren, dass du dich falsch einordnest, ist nicht schlimm. Dann kann die andere Richtung anmachen und so weiterfahren, wie es dort erlaubt ist. Ja. Solange du das richtig machst, ist das alles in Ordnung. Mhm. Dann sind wir dann halt rechts abgebogen, auf die Autobahn gefahren. Mhm. Die Einfederspur auch richtig ausnutzen. Bis zum letzten Drittel. Okay. Also du fährst rum, beschleunigst. Ich weiß nicht, was der Mario sagt. Dritter Gang, Vordergang. Oder was machst du? Dritter Gang, Vollgas. Dritter Gang, Vollgas. Also dann rumfahren, Blinker an, über den Spiegel gucken, wie es aussieht auf der Autobahn. Richtig Feuer geben, im letzten Drittel langsam rausfahren. Mhm. Die Lenkbewegung, die war auch ein bisschen straff. Ja. Dann zügig hochschalten. Hast du gemacht. Und dann musst du aber auf der Autobahn das Rechtsfahrgebot einhalten. Hast du das schon mal gehört? Ja, das Rechtsfahrgebot. Das heißt, wenn rechts frei ist, also viel Platz ist, musst du auch rechts fahren. Wir sind die ganze Zeit in der Mitte gefahren. Ach so, ja. Ist dir aufgefallen? Wir sind auf der Autobahn, dann bist du relativ zeitig rüber, weil du diesen Kleintransporter überholen wolltest. Weil ich dachte, ich fahre schneller und dann muss ich ja davon, weil wenn ich zu langsam fahre, wenn ich langsam fahre, kann ich davon, aber wenn ich schnell fahre, dann dachte ich, muss ich rüberfahren, weil die LKWs ja alle langsam da fahren. Ja, wenn du an dem vorbeifährst, das heißt, wenn du die ab und an überholst. Aber ich muss dann wieder rauffahren. Du musst dann wieder rechts fahren. Und dann wieder rechts fahren. Es war die ganze Zeit dann frei rechts, aber waren wir dann trotzdem in der Mitte. Ah, okay, ja. Dann sind wir von der Autobahn wieder abgefahren am Kreuz Gera. Mhm. Und da halt dann auch frühzeitig den richtigen Gang wählen. Ja, wir sind dann rausgefahren, dann sind wir runtergefahren, aus für die Spur. Und dann hast du dann geschaltet und geschaltet. Und wir waren dann irgendwann so langsam, also ruhig raus, dritten Gang, schön zügig da durchfahren. Und dann ist alles gut. Mhm. Dann sind wir zum Kreisverkehr da durchgefahren und diese kleine Ortschaft zum Umkehren. Ja, das war soweit auch in Ordnung, das Umkehren. Beim Umkehren bist du ja rechts rangefahren und dann so wieder links. Da ist es halt nochmal gut, nochmal wirklich in beide Richtungen zu gucken, links, rechts, dass wirklich frei ist. Mhm. Dass da niemand kommt. Und da sind wir wieder zu den Kreisverkehren gefahren, dann in die Stadt unten rein zum Einparken hin. Ja, da mussten wir vorher mal rechts abbiegen. Mhm. Wäre schön, wenn du da ein bisschen langsamer fährst. Ah, okay. Da war ja neben uns so eine Mauer gewesen, dann waren da viele Autos und eigentlich sieht man da gar nichts. Mhm. Du bist dann aber schon sehr zügig rumgefahren, also du musst dann schon etwas langsamer machen. Das Einparken haben wir ja schon geklärt. Rundumblick. Ja. Also nicht an diesem Bildschirm festhängt. Ja, ich weiß, ich mache das eigentlich sonst immer, dass ich komplett rumgucke. Wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme. Ja. In dem Moment hast du halt nur auf diesen Bildschirm geguckt und nirgendwo anders hin. Der Mario hat sich ja dann schon mal umgedreht für dich. Da kam auch mal ein kurzer Blick, aber das war er wieder. War es dann auch wieder. Mhm. Spätestens wenn ich mich so rumdrehe, solltest du mal dran denken. Das ist wie ein Wink mit dem Zaunfall. Weißt du wie? Ja. Wenn ich so da sitze und gucke nach vorne raus, dann ist doch alles in Ordnung. Aber das ist wirklich, das ist wie mit einem Baseballschläger vom Kopf gehauen. Ja. Da muss man es mitkriegen. Ja. Das kann sein, du stehst am Ende gut in deiner Lücke drin, hast deine Korrekturzüge auch nicht aufgebraucht und der Prüfungsort, den musst du trotzdem nochmal machen. Mhm. Vielleicht kriegst du den Hinweis, Verkehrsbeobachtung dran denken oder das auch gar nichts. Mhm. Und wenn es dann halt nochmal passiert, dann sind es Wiederholungsfehler und Fehler, die wiederholt werden, führen halt auch zum Nichtbestehen. Mhm. So, dann sind wir rausgefahren in Richtung Stoppschild. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie der Mario das macht. Machst du mit Handbremse oder ohne? Das Auto hat eine automatische Handbremse. Wenn sie bremst, hält er automatisch. Ja. Aber dazu musst du ja erstmal bremsen, richtig. Ja. Habe ich nicht ganz gebremst? Naja, das, du bist halt rangefahren und hast links, rechts schon geguckt. Achso, ja, und dann ich sag halt meinen Schülern dann immer, fahr ran, blick es geradeaus, such deine Haltlinie oder Sichtlinie, bleib stehen und dann dreht sich der Kopf zum Gucken. Achso,
Machen wir das auch so? Wobei ja in dem Sinne, nee, das ist ein anderes Auto, die haben die Handbremse und so weiter. Wir fahren auch so ran, du hattest da nie ein Problem gehabt. Das ist jetzt, aber genauso kommt es im Prüfer auch vor. Gell? Mhm. Man geht davon aus, wenn nichts von links kommt, dass du dann durchfährst. Das Gefühl habe ich jedes Mal, wenn du oben ranfährst, aber du bleibst tatsächlich drin. Ich kann also nicht, es passt schon. Ja. Aber bin ich jetzt da stehen geblieben? Du standest, ja. Du standest und das wäre in der Prüfung völlig in Ordnung gewesen. Mhm. Er sagte jetzt nur den Eindruck, den er hatte. Ach so, dass ich da durchfahre. Genau, und den habe ich ja auch immer wieder. Ja, ich sagte immer wieder. Schon ziemlich früh alles an. Wenn du dann stehen bleibst, ist es ja vollkommen in Ordnung. Ja, okay. Aber der Schüler hat manchmal das Problem, beim Ranfahren guckt er nach links und rechts, sieht, es ist frei und will dann durchfahren. Und vergisst, ach so, aber, nee, vergisst aber eben dieses Stehenbleiben. Mhm. Okay. Das ist eben manchmal das Problem. Wenn du es machst, ist ja vollkommen in Ordnung. Dann musst du das nicht so machen. War auch okay an der Stelle. Ja. Okay. Dann sind wir am Stoppschild rechts abgebogen, den kleinen Berg runter, dann wieder rechts diese komische Pflasterstraße vorgefahren und dann mussten wir links abbiegen. Jetzt kommt's. Beim Linksabbiegen, wen muss man denn da beachten? Beim Linksabbiegen muss ich mein Gegenüber beachten. Mhm. Dann muss ich die Fußgänger und die Radfahrer beachten. Bleib mal bei den Gegenüber und überleg mal, hast du an der Kreuzung gemacht? Ich bin da raufgefahren auf die Kreuzung und dann habe ich gesehen, die sind alle an mir vorbeigefahren. Da habe ich gedacht, vielleicht darf ich ja in die Mitte fahren, weil man darf ja auch in die Mitte fahren. Was eigentlich sollen wir nicht machen? Du darfst doch in die Mitte reinfahren, da ist ja eine Markierung. Ja, genau. Ich darf ja in die Mitte reinfahren, aber ich habe irgendwie, war ich ein bisschen durcheinander dann. Ich hab hier rein. Die ist es vereinfacht, gell? Ja. Du hast also hier diesen Rechtsabbiegestreifen und hier fahren welche geradeaus und oder biegen links ab. Ja? Ja. So. Und wir wollten nach links abbiegen. Richtig hast du gesagt, du musst die und die vorlassen, die geradeaus fahren. Mhm. Den Verlauf wäre der so. Und die Linksabbieger, die fahren auch vor der Mitte. Mhm. Wenn du aber bis über die Mitte drüber fährst. War ich über der Mitte drüber? Ja, du warst auf der Mitte, selbst du kannst ja nicht mal auf die Mitte. Weil wenn du auf der Mitte stehst und es kommt noch ein Linksabbieger, dann trefft ihr euch doch hier. Ach ja. Das ist extra aufgezeichnet auf der Straße, wie weit du vorfahren darfst. Ach ja. Ein Vorfahrtsfall tritt in Kraft, wenn sich zur selben Zeit auf selber Ebene mehrere Fahrzeuge begegnen. Ja. Das heißt, du bleibst vor der Mitte der Kreuzung stehen. Und wenn dann niemand kommt, biegst du vor der Mitte ab. Was auch wenn das nächste ist, dann hast du einen Haken geschlagen, um hier wieder an den linken rauszukommen, in den linken Fahrstreifen. Fahr den doch dann gemütlich. Du bist hier vorgefahren und fast wieder zurück und so. Das ist ja ein Fahrmanöver, das ist ja übel. Das ist also, wenn du jetzt mehrere Anhänger dran hättest, wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja. Du hast es da selber schwer gemacht. Du hast das Auto halt auch treiben lassen, ne? Die Kupplung war mehr oder weniger draußen und du hast mit der Bremse gearbeitet und das Auto wollte aber vorwärts. Also 2 Sekunden und er wäre ausgegangen an der Stelle. Und du musst aber mit der Kupplung arbeiten. Mhm. Du musst dem Auto sagen, was er machen soll. Aber das Auto, das hat halt gerade in dem Moment mit dir gemacht, was es will. Ja. Dann fahr einen großen Bogen beim Linksabbiegen, das kennst du. Mhm. Dann kommst du in der Spur raus, wo du hingehörst und musst nicht extra nochmal einen Fahrstreifenwechsel machen, der dann vielleicht auch noch schief gehen könnte. Ja. Da fahrt er sicherlich nochmal hin, guckt euch die Kreuzung nochmal an. Die Markierung, die sieht man nicht ganz so gut, die dort ist, aber man sieht sie. Ja, ich war irgendwie überfordert in dem Moment. Pass auf, wir biegen aber an diesen Kreuzungen zu jeder Fahrstunde 3, 4, 5, 6 Mal ab. Und es funktioniert ständig und zur Prüfung funktioniert es nicht. Ja. Das ist eine Kopfsache. Ja. Das Rückwärts-Einparken funktioniert, zur Prüfung funktioniert es nicht. Das ist eine Kopfsache. Und es wird das bewertet, was in der Minute ist. Der Prüfer nimmt mich zum Schluss nicht zur Seite und sagt, na macht es denn sonst richtig? Und wenn ich dann sage, ja, ne, dann wollen wir jemandem einen Führerschein geben. Du musst schon abliefern, wenn es gefragt ist. Gell? Ja, ich weiß. Und die Aufregung gehört bei jedem Fahrschüler dazu. Jeder ist aufgeregt. Damit musst du umgehen können. Mhm. Später fahrt ihr auch mal in der Aufregung. Ja. Ja. Der Freund macht Schluss, ihr streitet euch, ihr müsst euch ins Auto setzen und fahren, dann müsst ihr auch durchhalten. Gell? Ja. Und die Regeln sind ganz klar und das ist geübt worden. Ja, ich weiß. Ja. Wir haben dich immer noch ganz doll lieb. Ja. Aber es war jetzt nicht das Ding, wo man sagt, ey, die ist aber prima gefahren. Im Endeffekt sagt der Prüfer, das ist. Im Endeffekt würde ich als Prüfer sagen müssen, es wäre nicht bestanden. Ja. Und was wenn die Kreuzung weg wäre, hätte ich dann bestanden? Welche Kreuzung jetzt? Wenn die Kreuzung die erste, diese, oder das jetzt? Das jetzt. Dann auch nicht. Ah.
weil wir dann das Problem gehabt hätten da unten an der Kreuze, wo du dich falsch eingeordnet hast. Ja. Und das nächste Problem wäre gewesen, die Autobahn. Ja. Ach, die Autobahn war auch nicht bestanden. Außerhalb geschlossener Ortschaften herrscht ein Rechtsfahrgebot. Ich darf den mittleren Fahrstreifen benutzen, wenn ich einzelne Fahrzeuge überhole. Gell? Aber wenn die Fahrzeuge so weit auseinander sind, darf ich nicht ständig auf dem mittleren fahren. Nur wenn ich dort ab und zu welche überhole. Da heißt es so richtig, wenn ich alle 45 Sekunden das nächste Fahrzeug erreiche. Ach so. Gell? Und 45 Sekunden ist eine lange Zeit. Aber du bist ja, du hast wenig beschleunigt, bist in sechsten Gang gegangen, ziemlich früh, mit einer niederen Geschwindigkeit. Das heißt, der hat jetzt erstmal Druck gebraucht oder aufbauen müssen, bis er auf der Geschwindigkeit war. So, dann war der gut 500 Meter vor uns. Gut 500 Meter vor uns. Da fährst du auf den linken Fahrstreifen, baust immer noch Geschwindigkeit auf. Ey, ermüdend, bis du ran warst. Ehe du den zweiten LKW, und da warst du die ganze Zeit links, und ehe du den zweiten LKW erreicht hast, da wollte eigentlich der Prüfer schon wieder runter von der Autobahn. Wir waren schon in diesem 1000 Meter Bereich kurz vor der Abfahrt. Ja, ich weiß. Was wollen wir in diesem 1000 Meter Bereich vor der Abfahrt nicht machen? Überholen. Gell, wir wollen den Überholvorgang zu Ende bringen, oder? Ja. Gell? Und da bist du noch reingefahren. Das ist eine Kopfsache gewesen. Ja. Ja. Jetzt weißt du erstmal, wie es ist. Ja. Das ist jetzt auch nicht schlimmer, oder? Nee. Man muss jetzt immer noch sehen, wir haben gerade die Hälfte der Fahrstunden bis zur Prüfung. Und dafür ist eine super Leistung. Aber du musst halt den Kopf mitmachen. Genau. Ja. So, meine Lieben, ihr habt jetzt gerade meine Vorprüfung gesehen. Vom Gefühl her, eigentlich war es ganz gut, aber ich habe jetzt Sachen so falsch gemacht vor der Aufregung. Habe ich Sachen falsch gemacht, die ich eigentlich voll gut kann. Ich dachte mir so beim Einparken auch, ich kann eigentlich so gut einparken. Und beim ersten Mal fahren bin ich auch richtig gut eingepackt. Und genau in der Vorprüfung mache ich es auf einmal falsch. Aber genau dafür ist das da, um einfach zu sehen, wie das ist, weil man ein bisschen nervöser wird, weil hinten jemand drin sitzt und einem zuguckt. Und jetzt weiß ich schon mal, wie es ist, kann mich besser darauf einstellen, noch an manchen Sachen arbeiten, vor allem an manchen Kreuzungen. Aber ansonsten habe ich ein sehr gutes Gefühl. Von letzter Woche zu dieser Woche ist auf jeden Fall ein Riesensprung dafür, dass wir alles hier in 7 Tagen machen. Ist das natürlich, muss man einfach mehr Gas geben. Und dafür ist es einfach schon krass, dass wir jetzt eigentlich schon relativ gut Auto fahren können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt der Fisch Academy einen Daumen nach oben, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr immer aktuell auf dem neuesten Stand seid, wenn ein Video kommt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.